sehen könnt, habe ich die Gefahren des Savianischen Abyss nicht übertrieben. Sieh dir die ganzen Blitze an! Theresa Carroll hat offenbar den Köder geschluckt. Ihr Flaggschiff, die Overseer, nähert sich. Viel Glück, Vanguard. Beschützt diesen Konvoi. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Du kannst es auch fühlen, oder? Chaos an jeder Ecke. Wir gehören hier nicht her. Ich will nicht sehen, was passiert. Was passiert, sobald der Starhawk die Overseer deaktiviert hat? Dasselbe wie bei der Victorum, vermute ich. An Bord gehen, die Systeme blockieren und die Crew gefangen nehmen. Ich weiß nicht, Grace. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Theresa Carroll ohne Gegenwehr mitkommen wird. Ich hasse die Wolken. Wer weiß, was sich da draußen befindet. Das wissen wir doch. Ein Sternzerstörer mit einem Captain, der uns tot sehen möchte. Wirklich hilfreich, Gunny. Danke. Der Autopilot-Droide des Konvois ist nicht intelligent genug, um durch diese Asteroiden zu fliegen. Dann sprengen wir eben einen Weg frei.
Schaufel zurechtgemacht.
simple Chancen. Bleibt euch da lebt. 34%. Bleibt standhaft. Wir fliegen für die neue Republik. Treffer erlitten. Funktioniert, Titan. Im Navi-Computer des Konvois war der Sektor und das System, nach dem wir suchten. Wir haben sie genau da, wo wir sie haben wollen. Für sofortigen Hyperraumsprung zur Overseer zurückkehren. So schnell können wir nicht springen. Wir könnten in einem Stern landen oder noch schlimmer. Wenn wir bleiben, sterben wir. Weg! Dass der Starhawk funktioniert. Er hat die Overseer wie eine Lotratte rumgeschleudert. Gut so. Die verdammten Imperialen haben Vergeltung verdient, mit Zinsen. Wollen wir nicht einfach einen Todesstern bauen und es schnell hinter uns bringen? Ah, komm schon, Grace. Wir sind immer noch die Guten. Egal, wir haben gewonnen, ja. Wo auch immer sie hingesprungen sind, von der Nummer erholt sich kein Schiff. Wollen wir es mal hoffen.